Hallo ihr Lieben, heute machen wir Anhänger. Das heißt Schlüsselanhänger und ich muss aber fairerweise schon mal sagen, dass ich den letzten Teil nämlich nicht gefilmt habe. Nämlich dann, wenn ich die ganzen Teile für den Anhänger selber, also das ganze Kettengedöns, nicht mitgefilmt habe, wenn ich das ranmache. Ich hoffe, ich vergesse es irgendwann mal nicht, aber das mache ich meistens irgendwie ganz entspannt beim Fernsehgucken und drehe die dann rein und dementsprechend habe ich es halt leider vergessen, aber ihr seht es auf dem Bild. Und ich habe diesmal ein Epoxidharz genommen, was Medium Viskosität hat, das heißt, es ist ein bisschen dickflüssiger als das andere. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und habe also dementsprechend dann einfach mal was anderes ausprobiert. Habe eine kleine Menge jetzt einfach mal angemischt und ich hatte nämlich eine Freundin von mir, hat gesagt, mein Schlüsselanhänger ist kaputt gegangen, ich brauche einen neuen. Sie hat von mir schon immer wieder mal welche bekommen gehabt und es gibt halt immer, es ist halt Alltag, ne? Man wirft den Schlüssel vielleicht irgendwo hin, man hat ihn in der Tasche und so, dann bricht halt eben doch mal was ab. Das hat man bei jedem Schlüsselanhänger. Und dementsprechend mache ich ihr da immer sehr, sehr gerne einen neuen. Und habe es jetzt, wie gesagt, einfach mal ausprobiert. Sie hatte natürlich auch wieder den Wunsch, das Ganze in so einem Pink zu haben. Und auch wenn ich kein Pink-Mensch bin, ich habe es ihr trotzdem gemacht, weil ich das von Herzen für sie sehr gerne mache. Und genau das Gleiche wie sonst auch. Schlüsselanhänger sind ja da nicht anders als sonst Epoxidharz. Dort einfach gut durchrühren, das Ganze ganz entspannt machen und dann schauen, dass da keine Schlieren mehr drin sind. Ich habe immer so um die 4 Minuten habe ich meistens drin, je nachdem wie viel ich auch vom Epoxidharz her habe. Je mehr ich habe, umso länger muss ich natürlich auch rühren, weil sich es dann einfach viel, viel schwerer verteilt. Und dementsprechend ist es dann alles so ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich habe dann auch zwei so eine Silikonform. Ich habe mir die eine Silikonform ist schon ein bisschen mitgenommen. Das, ihr werdet es auch gleich sehen, wenn ich die Matte hinlege. Das eine, da ist das C schon sehr mitgenommen. Und dadurch habe ich mir irgendwann mal eine neue noch dazu gelegt. Also kann im Moment auch jeweils 2 Buchstaben mitmachen. Und dadurch passt das ganz gut. Heute ist, wie gesagt, jetzt einfach nur ein ganz kurzes Video. Ich habe ein paar Sachen jetzt auch über die Zeit ein bisschen vorgedreht, weil das wird wahrscheinlich so in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht alles ein bisschen schwieriger mit dem Drehen, weil ich ein paar Sachen, ich gehe gerne abends weg ja auch und da komme ich dann nicht ganz so, wie ich es gerne möchte zum Basteln und damit ich so ein bisschen Puffer habe und nicht so unter Druck gesetzt werde wegen den Videos, habe ich dann entschieden, ich drehe ein bisschen vor. Ich muss auch schauen, jetzt wenn der Sommer kommt, dann wird halt immer weniger letztendlich auch die Videos geschaut. Ich überlege, ob ich auf einen Rhythmus gehe mit alle 2 Wochen. Ich muss mal schauen, wie sich es am besten macht. Und vielleicht entscheide ich es auch immer ganz spontan. Ich gieße jetzt also das durchsichtige Epoxidharz in so einen kleinen Becher, damit ich halt da eben auch die Farben mitmachen kann. Da mische ich dann dementsprechend und mache da so ein bisschen meine Spielereien mit dem Farbenmischen. Und ja, während ich jetzt hier einfach noch so ein bisschen mische, erzähle ich euch einfach noch mal so ein bisschen zu meinem Kanal. Mein Kanal besteht aus 2 Hauptbereichen letztendlich. Das sind einmal die Musik, damit ging auch alles los. In 2017, glaube ich, habe ich das erste Video mit Musik hochgeladen und habe dann Anfang 2020, wo der erste Lockdown kam, habe ich dann letztendlich das Basteln für mich entdeckt und auch das dazugehörige Filmen und freue mich, dass ich da einfach den Schritt auch gemacht habe, das Ganze dann auch mal hochzuladen. Ich bin kein Profi, ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, ich kann alles, ich will alles, sondern ich bin eher wirklich diejenige, die sagt, ich gucke einfach mal, wenn die alle sagen, das ist total einfach zu machen, dann gucke ich, ist es wirklich so. Und ich bin jemand, der unglaublich grobmotorisch veranlagt ist und da dementsprechend auch ganz schwierig ist,
manche Dinge zu machen. Und ich zeige es euch dann immer ganz unverblümt, wie es ist. Ich habe euch auch schon etliche Fails dazu gezeigt. Und es muss nicht immer alles ganz so werden, wie die anderen das immer machen. Und ich freue mich aber eben halt immer trotzdem, wenn ich es ausprobiere und schaue, wie es am besten funktioniert. Und ja, für mich hat sich jetzt so ein bisschen etabliert, dass ich meistens sonntags um 12 die Bastelvideos hochlade und um 16 Uhr dann das Musikvideo. Ich hatte mal überlegt, ob ich zwei getrennte Tage mache, aber eigentlich ist es wurscht, weil ich glaube, dass nicht jeder sowohl Musik als auch Basteln schaut. Also dementsprechend stört es, glaube ich, da auch niemanden, wenn ich das an einem Tag mache. Und die Musik, die kommt halt weiterhin, weil ich eben ganz oft abends weggehe und eben halt auch schaue, wie es am besten funktioniert für mich. Und dann lade ich eben auch mal beim Filmen dann dementsprechend das Ganze dann auf meinem YouTube-Kanal hoch. So, hier seht ihr übrigens diese Buchstabenmatte. Und da seht ihr schon, welche Buchstaben am meisten genutzt wurden. Und hier ist noch eine relativ frische. Und genau, und jetzt versuche ich das Ganze so ein bisschen zu füllen, ganz vorsichtig, auch mit klarem Harz, damit da einfach so eine gewisse Magie halt entsteht. Ich weiß nicht, wer sich mit Epoxidharz so ein bisschen auskennt, der weiß, Epoxidharz heißt, da passiert eine ganz automatische Magie. Da man weiß nie, was rauskommt, wie es dann letztendlich aussieht. Und ich finde es mega schön in der Regel. Also ich habe selten, wo ich jetzt sagen würde, die gefallen mir gar nicht. Das gibt natürlich auch Momente, wo Ergebnisse sind, wo ich denke, ja, ist okay, kann man machen, aber muss man nicht. Und dementsprechend habe ich dann das Ganze für mich so ein bisschen als Ausprobieren entschieden. Und ihr seht schon, ich mache es ganz vorsichtig. Ich gucke immer, dass ich da so ein bisschen da natürlich die Buchstaben auch gut treffe, weil das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt einfach Sachen, wo man einfach denkt, Mist, da ist irgendwie alles übergelaufen oder bin daneben gekommen. Und dementsprechend hat er jetzt hier übrigens auch zwei unterschiedliche Rottöne. Und habe jetzt auch das Weiß noch dazu. Dann habe ich noch ein paar Glitzersteinchen reingemacht, die ich auch sehr, sehr schön finde. Ich finde, es gibt so eine, ich glaube, die nennen sich Glascracks oder so ähnlich. Also aus Glas mit unterschiedlichen Farben, Gold, Silber, Bunt. Und die finde ich mega schön. Die glitzern auch sehr schön. Ich finde das viel, viel schöner als jetzt zum Beispiel das Blattgold. Da gab es ja auch Roségold, Gold und Silber. Und aber ich finde die Cracks mittlerweile sehr, sehr viel schöner und nutze die halt auch sehr gerne. Und aber ich habe halt auch so viel Blattgold noch. Man kriegt ja immer so einen großen Pott. Der ist in der Regel komplett leicht. Man denkt, da ist ja gar nichts drin. Aber ich glaube, da braucht man gefühlt 20 Jahre oder mehr, um die ganzen Sachen aufzubrauchen. Aber nur, wenn man sie auch regelmäßig nutzt. Und so oft kann ich das, glaube ich, gar nicht nutzen. Also dementsprechend, ich habe genug von dem Blattgold in allen Farben und freue mich da eigentlich dann drüber, wenn ich mal wieder was davon nutze. Wie gesagt, ich nutze es nicht ganz so oft und bin da jetzt auch relativ entspannt. Aber ja, und wie gesagt, hier, ich versuche es immer so ein bisschen abwechselnd zu machen, damit da einfach so eine gewisse schöner Effekt dann reinkommt. Hier seht ihr übrigens auch, dass ich natürlich auch mal drüber geklatscht bin, logischerweise. Aber es ließ sich alles gut korrigieren und dadurch ist es vollkommen in Ordnung. Ihr könnt übrigens gerne in die Kommentare reinschreiben, logischerweise, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, was ich gerne für euch mal ausprobieren soll oder wo ihr gerne nochmal Hilfe braucht, wo ich euch nochmal was zeige. Dürft ihr alles gerne reinschreiben, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben dalassen, ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen. Ich bin da, auch wenn ich es als Hobby mache, ich verdiene damit kein Geld, also da für euch ganz entspannt, selbst wenn ich euch Sachen verlinke, das ist nichts, wo ich Geld mit verdiene, sondern das ist wirklich reiner Link, wo ihr raufklickt und nichts passiert letztendlich. Sollte das jemals sein, dass ich da irgendwie das Ganze mit so einem, ich will es jetzt nicht falsch aussprechen, so ein Affiliate
keine Ahnung, ich bin kein Englisch-Fan. Links ein, dann würde ich euch das hinschreiben, damit ihr dann auch wisst, was passiert, wenn ihr das darüber macht. Und auch dann ist es nichts Schlimmes, sondern es ist einfach nur, dass ich dafür dann eine Provision bekomme. Aber wie gesagt, das ist jetzt aktuell so nicht der Fall. Und jetzt kommt noch das Ergebnis und ich hoffe, euch gefällt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.